Herzlich willkommen bei mir und meinem neuen Angelvideo mit Rushing Fishing 4. Wir sind heute hier unterwegs an der Tunguska und ich wollte heute euch mal den Spot zeigen, an dem immer wieder die Osprassen beißen. Hier stehen aktueller hier bei 49,122 mit 20 Meter Clip auf Knoblauchdeich und sind hier am Osprassen fangen. Ich zeige euch da mal mein Setup und wo der Spot genau ist. 2,2 ein Kilo. So, wir stehen hier bei den Koordinaten 5C bei 49,122 mit 20 Meter Clip. Hier an dem Spot laufen die Osprassen immer wieder gut oder auch ein Stückchen weiter hier unten kurz vor den Bojen gehen sie auch immer wieder. Ich stehe aktuell jetzt hier wieder 10 Minuten, war gestern Abend schon mal hier auch gestanden, stehe aktuell hier 10 Minuten, habe jetzt hier die 6 Osprassen mit am Haken. Größte mit 2 Kilo, kleinste mit 700 Gramm. Hatte schon ein paar kleinere dabei, wo ich wieder ins Wasser geworfen habe. Ohne Haken. Ich zeige euch auch gleich mal mein Futter. Ich stehe hier mit einem 1er Haken, Knoblauchdeich, 9,4 Kilo Fluorocarbon-Vorfach mit 40 cm. Habe hier in meinem Futter, ich zeige es euch am besten so, dann seht ihr das besser. Futtermischung hier. Perlgraube, Hirsebrei, Fliegematte, Kaster, gehackte Würmer und Knoblauch. Aroma drin. Jetzt gucken. Ab und an bekommt man es nicht gleich mit. Nee, hab mich getäuscht. Jetzt habe ich auf alle drei Routen das gleiche Setup. Hab das Zeit wie bei den normalen Brassen, Abendstunden, Morgenstunden, über die Nacht verteilt. Nochmal eine. Ohne Haken. Dafür das Schwimmen. Minuten, 12 gute Brass mit Haken.
Natürlich können auch die mitnehmen ohne Haken. Ich schmerf die wieder rein. Sonst wäre weitaus schon mehr im Cache jetzt wieder. In den 13 Minuten. Sollte ein Einzelhaken bei euch nicht funktionieren, dann könnt ihr auch von 6 bis 10er Haken testen, ob das bei euch geht. Aber aktuell ist es wirklich so, dass die Brassen einigermaßen gut auf die Einzelhaken laufen und die 6er Haken irgendwie nicht angenommen werden, warum auch immer. Eine. Hat. Ich wollte mal eben die andere kontrollieren. Drei. Na, welche war's? Nö. Das ist ganz kurz andüppelt anscheinend. Und nicht richtig angebissen. Tagsüber kann man hergehen und nimmt man einfach die Match. Wirft man der Match vielleicht ein bisschen aus. Geht auch mal wieder ganz gut hier von der Stelle aus. Wenn die Ostbrassen dann da nicht beißen, nimmt man einfach mal eine Match in die Hand und wirft mir der Match noch nebenher mit aus. Wartet die Abendstunden ab, bis die Ostbrassen wieder beißen.
Nee. Kann aber ab und an bloß die Strömung sein, wenn man die Route ausgeworfen hat. Da die Leiche. Da auch nichts dran. Wie gesagt, wir stehen bei 49 und 22. Hier bei den Koordinaten 5C an der Ecke mit 20 Meter Clip Knoblauchdeich. Ja, hängt in der Mitte was drauf. Halt, nehme ich die aus, oder? Ich wollte die Mitte. Ja. So. 60 Gramm Futterkorb, Futter, 40 Zentimeter langes Fluorocarbon-Vorfach mit 9,4 Kilo. Da habe ich sogar einen 1-0er-Haken. Wieso habe ich einen 1-0er-Haken drauf? Ein 1er-Haken. Habe ich vorhin aus Versehen vertippt. Jetzt habe ich noch einen Haken. Den hier. So. Ja, ein zu Haken, Knoblauchdeich, ne? Hier auch. Nehmen wir die Futtermischung, Palkraubenbrei, Hirsebrei, Fliegenmade, Kaster, gehackte Würmer und Knoblauch. Könnt auch das Standard-Brassenfutter benutzen und probieren. Solltet ihr das Futter noch nicht herstellen können und sagen, ich möchte trotzdem auf die Ostbrassen gehen, dann könnt ihr auch hergehen und nutzt einfach das Standard-Brassenfutter hier. Es hat auch Perlgrabe, Fliegenmade, Hirsebrei. Das hat halt Anisöl statt Knoblauchöl drin. Ihr könnt auch hergehen und sagt, okay, ihr könnt alles andere verwenden. Und euch fehlt vielleicht eins von den zwei Zutaten, was ihr nicht verwenden könnt, was noch drin sind. Aber Knoblauch, Knoblauchöl könnt ihr nutzen. Das Aroma, dann nutzt einfach, tauscht es aus, macht euch eine separate Futtermischung. Du das Anisöl zum, mit Knoblauch austauschen, geht genauso. Meine Ostbrasse. Stück. Jetzt sind 23 Minuten. Okay, wären weitaus mehr. Hätten wir alle mitgenommen und ohne Haken nicht reingeworfen. So ein Spot, wenn man mal stehen bleibt und einfach Ausdauer hat, dann kann man da gut Silber und EP auch nebenher machen, wenn ein Ostbrassen-Spot gut läuft.
So, dann sind wir jetzt hier bei 25 Minuten mit 20 Ostpassen. Mit Hagen. Wir können ja mal vorgucken, was wir für Ostpassen so Silber bekommen. Frequenz wird jetzt auch langsam nachlassen, wieder in die Mittagszeit rein. Jetzt haben wir 10 Uhr gleich. Gesagt, wenn er da steht an dem Spot, ihr könnt tagsüber hergehen, die Stippe nehmen und ihr nehmt die Matchroute. Werft mit der Matchroute zu 15 bis 20 Meter aus, 1,50 Meter bis 2 Meter Tiefe, mit Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegenlarven, alles, was so in den Wochenrekorden immer steht, bei den ganzen Bodenränken und so. Dann könnt ihr da auch tagsüber mit der Matchroute den Zeit vertreiben. Kaffeeaufträge sind auch mal wieder da, jetzt ist keiner hier. Hundert Silber, 26 Minuten, ich denke mal, da ist es auf die Stunde auch, ausgerechnet Stunde Prassen, mehr. Sind wir auch bei 300 Silber, so roundabout. Wenn man stehen bleibt, standhaft ist, ein bisschen Frequenz auch hier, wie ich habe, dann kann man da auch gut Silber an den Spot hier machen. So, ich würde sagen, ich wünsche jetzt mit dem Video euch viel Spaß. Vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht testet es mal aus. Probiert es aus bei den Ostprassen hier am Tunguska. Mir würde es gefallen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten bis mit meinem neuen Video mit Rushing Fishing 4.